Eine Stimme aus der Vergangenheit. Sie schwebt über einer menschenleeren Steppe. Über Ruinen, die von einem geheimnisvollen Volk künden. Den Anasazi-Indianern des Chaco Canyon. Vor 1000 Jahren schufen sie hier eine grandiose Kultur. 250 Jahre später verschwanden sie spurlos. Wer waren die Anasazi-Indianer? Weshalb bauten sie riesige Gebäude und über 200 unterirdische Kiva-Tempel? Wozu erwarben diese Indianer hohe astronomische Kenntnisse? Warum gaben sie ihre Stadt unter dem weiten Sternenhimmel plötzlich wieder auf? Kurz vor Sonnenaufgang in New Mexico, ein Landstrich im Südwesten der USA. Wir erkunden das sogenannte Viereckengebiet, wo die heutigen Bundesstaaten Colorado, Utah, Arizona und New Mexico aneinander grenzen. Dort liegt die Heimat der Anasazi. Und es ward Licht. Die Indianer sprechen vom Atem der Sonne. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, das sind magische Momente, erfüllt von besonderen Energien. Jetzt verbinden sich Nacht und Tag, Unterwelten und Himmel, Vergehen und Werden. Und das Leben der Menschen legt davon Zeugnis ab. Der Chaco Canyon ist rund 15 Kilometer lang und misst an den breitesten Stellen bis fast 3 Kilometer. Man hat bisher 13 Dorfsiedlungen gefunden und teilweise ausgegraben. Das Zentrum eines Kulturkreises von etwa 150 Kilometer Durchmesser. Lebten hier im Canyon nur einige hundert oder aber viele tausend Menschen? Die Siedlungen wurden zwischen 900 und 1100 nach Christus angelegt und bereits gegen 1250 wieder verlassen, aus vorerst unerklärlichen Gründen. Pueblo Bonito war ein einziges Gebäude. Das größte im Chaco Canyon und in ganz Nordamerika. Eigentlich eine kleine Stadt aus einem Guss, wie heute manche Hochhauskomplexe. Einst gab es hier über 800 Räume. Das Gebäude besaß vorn ein Stockwerk und hinten vier. Die halbrunde, vorn offene Siedlung war nach Süden ausgerichtet, um in bitterkalten Wintertagen Sonnenwärme einzufangen und in den lehmverputzten Natursteinmauern zu speichern. Bis heute weiß man nicht sicher, ob hier in diesem Gebäudekomplex 50 oder 500 Anasazi-Indianer wohnten. Runde Kiva-Tempel im Boden. Sie entstanden wahrscheinlich aus Erdgruben, die vor Unwettern und Tieren schützen sollten. Daraus entwickelte sich wohl vor 1500 Jahren ein heiliger Tempelraum für schamanistische Zauberrituale. In der Mitte des Raumes gibt es eine Feuerstelle, daneben zwei Steinwannen. Ihre Funktion bleibt ungeklärt. Vielleicht dienten sie als Schatztruhe für religiöse und rituelle Gegenstände. Das Dach wird von vier großen Stämmen gehalten, die in Mauerfundamenten ruhen. Während im Chaco Canyon selbst die Ruinen nur erhalten, nicht aber wieder aufgebaut werden, ist hier weiter nördlich in Aztec ein Kiva restauriert worden.
Manche Kiva-Dächer waren ebenerdig, andere erhoben sich etwas über die Erde. Frühere spanische Kundschafter ließen den Chaco Canyon links liegen. Und selbst die in der sonst menschenleeren Gegend verstreut siedelnden Navajo-Indianer besaßen keine Beziehung zur rätselhaften Kultur im Chaco Canyon. Vor 100 Jahren dann entdeckte ein Cowboy aus den Rocky Mountains den Chaco Canyon und erhielt finanzielle Unterstützung für Ausgrabungen. Das vorerst interessanteste Ergebnis dieser und späterer Ausgrabungen: man fand fast keine Begräbnisstätten, fast keine Menschenknochen. Waren die Siedlungen im Chaco Canyon vielleicht Pilgerorte, wo sich keine nennenswerte Bevölkerung ständig aufhielt? Unser Terra X-Team forschte und filmte zu allen wichtigen Jahreszeiten, um sich ganz in diesen Lebensraum hineinzufühlen und um das Rätsel der Anasazi-Indianer wenigstens teilweise zu lösen. Neben den Ruinen hinterließen die Anasazi weitere stumme Zeugen. Ungewöhnliche Felsbilder. Sie verraten eine reiche Vorstellungswelt. Aber sie werfen auch eine Frage auf, die bisher noch gar nicht untersucht wurde. Warum entwickelt ein Volk, das so großartig bauen kann, keine Schrift- oder wenigstens Hieroglyphensprache, wie zum Beispiel die Mayas im Süden? Konnten die Anasazi nicht oder wollten sie etwa nicht? Vielleicht, um ihre magische Kultur nicht durch schriftliche Aufzeichnungen entweihen zu lassen? Der Flötenspieler ist ein Motiv, das man überall in Amerika, von Alaska bis Feuerland, findet. Die Flöte aus Holz, Stein oder Knochen vermag mit ihren Tönen die Sehnsucht der Seele nach Ewigkeit auszudrücken. Die lebendige Verbindung zur Natur mit allen ihren Geschöpfen kommt in zahlreichen Tierdarstellungen zum Ausdruck. Die Schlangen waren Symbol für Erde und Fruchtbarkeit in ständigem Wandel. Solche Felsbilder zeigen sicherlich Menschen. Aber was sollen die Figuren darstellen, die nur wenige Meter entfernt und etwa genauso alt sind? Sind es Götter? Oder außerirdische Wesen? Ist dies vielleicht eine schwangere Göttin? Viele Rätsel bleiben. Ein Vogelmensch oder ein Vogelgott? Unser Team entdeckte dieses Felsbild, das der Aufmerksamkeit der Archäologen bislang entgangen war. Dabney, wer waren die Anasazi? Oh, what a question to ask. Ja, das ist eine Frage. Man weiß, dass sie hier vor 1000 Jahren lebten. Vielleicht sind sie die Vorfahren der meisten Indianer in dieser Gegend von Neumexiko und Arizona. Vielleicht sind sie es aber nicht. Wir wissen es einfach nicht. They may not be the ancestors to them. We really don't know. We really don't know. Der Anthropologe Alfonso Ortiz, selbst ein Tewa-Indianer, weiß mehr. Was war das Besondere an den Anasazi? That they saw themselves as being a part of the earth. Sie sahen sich als ein Teil unseres Planeten und glaubten nicht etwa, dass die Erde ihnen gehörte. Das ist bemerkenswert. Denn die Europäer haben entweder geglaubt oder sich zumindest so verhalten, als ob die Erde ihnen gehörte. Die alten Chaco-Bewohner aber nicht. Sie nahmen immer eine Verbindung zur Erde auf. Das wird am deutlichsten in der Architektur ihrer dauerhaftesten und eindrucksvollsten materiellen Errungenschaft. Ebenso eindrucksvoll sind die erstaunlichen astronomischen Kenntnisse, die sich die Anasazi erwarben.
Sie beobachteten den Sonnenaufgang an einer markanten Horizontlinie. Mit einer Art Horizontkalender konnten die Anasazi wichtige Ereignisse zeitlich festlegen. Religiöse Zeremonien, vor allem zur Wintersonnenwende, sowie Aussaatzeiten nach dem letzten Frost und Erntezeiten vor dem ersten Frost. Sie bestimmten die Sommersonnenwende auf den Tag genau dort, wo die Sonne, von einem festen Standort aus gesehen, Mitte Juni am weitesten links oder nordöstlich aufging. 3 Monate früher und 3 Monate später, zur Frühlings- und Herbsttag- und Nachtgleiche, geht die Sonne weiter in der Mitte auf, genau im Osten. Und zur Wintersonnenwende im Dezember geht die Sonne ganz rechts, also erst im Südosten auf. Die Anasazi benutzten nicht nur Bergketten als landwirtschaftliche und rituelle Horizontkalender, sondern auch besonders herausragende Landschaftsmerkmale, wie diese Felssäule in Wijiji im Chaco Canyon. Ein weißer Stern und eine rote Sonnenscheibe auf dem Fels sind auch nach fast 1000 Jahren noch recht gut sichtbar. Wenn von hier aus gesehen die Sonne hinter der Säule aufging, waren es noch 3 Wochen bis zur Wintersonnenwende. Für die Anasazi war es wichtig, ihre Zeremonien ausführlich vorzubereiten. Deshalb brauchten sie genügend Vorwarnzeit. Wenn man nun direkt unter dieser Tatze steht, die etwa 30 Meter entfernt ist, geht die Sonne bei der Wintersonnenwende genau hinter der Säule auf. Die Anasazi setzten also ganz bewusst astronomische Punkte fest, die es auch unerfahrenen Beobachtern erlauben, die wichtige Wintersonnenwende 3 Wochen vorher vorauszusehen und dann auf den Tag festzustellen. Das macht auch deshalb Sinn, weil wahrscheinlich Boten mit der Mitteilung über die bevorstehenden Winterrituale in entlegenere Siedlungen geschickt werden mussten und der Anmarsch von Pilgern einige Zeit in Anspruch nahm. Nicht nur im Canyon selbst, sondern auch in weiter entfernten Nebensiedlungen wurden astronomische Berechnungen vorgenommen. Das Terra-X-Team ist fast 200 Kilometer nördlich nach Holly gefahren. Ich weiß nicht, ob man da von der anderen Seite oder von oben kommt. Ich versuch's jetzt nochmal. Und jetzt ist halt nur der Vergleich zwischen den verschiedenen Jahreszeiten. Ja, obwohl man es nicht richtig sieht, glaube ich. Ja, du siehst, wie die Sonne unterschiedlich Schatten wirft. Ja, das sehe ich schon. Hier ritzten Anasazi-Indianer 3 Sonnenspiralen in den Fels, etwa in einer horizontalen Linie, an einer ganz besonderen Stelle, an der bei Sonnenaufgang Licht einfällt. An fast allen Tagen während des Jahres ist nichts Außergewöhnliches zu beobachten. Nur an 2-3 Tagen zur Sommersonnenwende bildet das einfallende Morgenlicht einen waagerechten Lichtbalken, der genau durch die 3 Sonnenspiralen verläuft. Auch dies ein Beispiel für die astronomischen Fähigkeiten der Anasazi. Es geht ja in Blitzeseile hier. Blitzeseile. Einen weiteren Beweis fanden Forscher erst vor 20 Jahren, hoch oben an einem alleinstehenden Berg im Chaco Canyon. Hier bildet die Sonne, die um die Wintersonnenwende gegen Mittag einfällt, 2 leuchtende Dolche, die eine Sonnenspirale genau links und rechts begrenzen.
Senkrechte Felsplatten, die vor der Spirale stehen, verursachen diese Lichtteilung. Sind sie natürlichen Ursprungs oder wurden sie von Menschen hier aufgestellt? Bei der Sommersonnenwende bildet sich ein einziger Lichtdolch mitten durch die Spirale. Es spricht viel dafür, dass dies ein Sonnenschrein war, an dem nicht Beobachtungen, sondern Rituale durchgeführt wurden. Neben der Sonne galten Mond und Sterne als ebenso wichtige Himmelswegweiser. Astronomen haben im Chaco Canyon umfangreiche Forschungen betrieben. I think that the site below the great house of Penasco Blanco is very important from an archaeoastronomical viewpoint for two reasons. Ich glaube, dass dieser Platz in archaeoastronomischer Sicht aus zwei Gründen sehr bedeutsam ist. Eine Straße führt von der Pueblo-Siedlung bis zu den Klippen über uns. Über Leitern konnte ein Sonnenpriester hierher kommen, wo man noch heute das Sonnensymbol sieht. Das Symbol ist ein Hinweis darauf, dass dieser Ort vom Sonnenpriester der Siedlung oben als Sonnenschrein benutzt wurde, um bei Sonnenaufgang Gebete zu sprechen und Opfergaben darzubringen. Der zweite wichtige Grund ist ein ganz besonderes Felsbild. Es zeigt eine Mondsichel neben einem hellen Sternensymbol. Wenn man vor der Felswand steht und einfach darauf blickt, schaut man es wohl falsch an. Wenn man sich aber umdreht, mit dem Rücken zur Wand steht und nach oben und vorn schaut, dann sieht man das Felsbild richtig herum. Es stellt die Supernova von 1054 nach Christus dar, eine Supernova heller als der Planet Venus, die neben der abnehmenden Mondsichel am Morgenhimmel des 5. Juli aufging. Der Mittelfinger der Hand zeigt ungefähr auf die Stelle am Horizont, wo man an jenem Morgen des Jahres 1054 die Supernova mit der Mondsichel aufgehen sah. To the position on the horizon where a person would have seen the 1054 supernova and the waning crescent moon on that morning. Welche Gefühle mögen die Anasazi bewegt haben, wenn sie zu den Gestirnen aufblickten? Sahen sie in den Himmelslichtern magisch belebte Wesen? Fühlten sie sich von Sternengöttern angesprochen und geführt? Indianer sprechen heute noch von Mutter Erde und Vater Himmel. Wir Menschen sind hineingestellt in das große Schöpfungsgeheimnis. In ein Leben, das die Naturwissenschaft allein nicht ergründen kann. Wir sind mitten in einem Mysterium, dessen Sinn die Religionen suchen und offenbaren wollen. Können wir heute nachempfinden, was die Anasazi fühlten und dachten? Müssen wir vielleicht zuerst selbst wieder lernen, uns in die Natur und in unsere Seele hineinzuversetzen? Waren die Anasazi primitiver als wir oder womöglich weiser? Weil naturverbundener und offener für den Zauber des Lebens. Die Anasazi erforschten die Sonnen- und Sternzeichen nicht nur unter freiem Himmel. Sie bauten sogar besondere Beobachtungsstationen in ihre Häuser ein. Ein Fenster in Pueblo Bonito, das eigenartig über Eck steht. Es gab den Archäologen große Rätsel auf. Bis Astronomen herausfanden, dass sich von hier aus der Sonnenaufgang zur Wintersonnenwende im Dezember leicht feststellen lässt, ohne hinaus in die klirrende Kälte zu den übrigen Beobachtungsplätzen laufen zu müssen. Wenn man von hier aus den Sonnenaufgang durch das Fenster sehen konnte, wusste man, dass die Sonnenwende nahte. Und wenn der Lichtschein genau auf den Mauerwinkel dahinter fiel, ließ sich sogar der Tag exakt bestimmen.
Wir fahren wieder weiter nördlich vom Chaco Canyon in die Gegend um einen Berg, der heute der schlafende Ute-Indianer heißt. Hier in Hovenweep sind Anasazi-Ruinen eines Außenpostens erhalten geblieben, die sehr anschaulich zeigen, wie gezielt astronomische Beobachtungsstationen errichtet wurden. Vor einem Wohnturm bauten die Indianer einen Raum mit zwei nur faustgroßen Durchgucklöchern, über Eck in zwei aneinandergrenzenden Wänden. Eines geht eher nach Nordwesten. Mitte Juni sieht man genau durch dieses Loch die Sonne zur Sonnenwende untergehen. Das andere blickt mehr nach Südwesten, also der Richtung, in welcher die Abendsonne Mitte Dezember zur Wintersonnenwende am Horizont versinkt. Kurz vor Sonnenaufgang im Winter. Jeder Morgen offenbart ein neues Spiel von Licht und Schatten, Farben und Formen. Selbst einfachere Wohngebäude weisen astronomische Beobachtungslöcher auf. In manchen Gebäuden eignen sie sich zur Himmelsschau am Abend bei Sonnenuntergang, in anderen wie diesem für den Sonnenaufgang. Hier übrigens sowohl für Juni und Dezember als auch für März und September. Wir sind wieder zurück im Chaco Canyon, im größten Kiva-Tempel. Fast 30 Meter Durchmesser, eigentümliche Nischen ringsherum, eine astronomisch exakte Ausrichtung nach Norden, seltsame Energiephänomene und eine ungewöhnliche Lage im Canyon abseits von größeren Gebäuden, das alles gibt den Forschern immer noch Rätsel auf. Während der Sommersonnenwende um den 21. Juni wirft die aufgehende Sonne durch ein speziell gebautes Fenster dicht unter dem früheren Kiva-Dach ihre Strahlen in eine besondere Nische, die außerhalb der Reihe, etwas tiefer als alle anderen, angelegt wurde. I believe the Chaco Canyon was a great ceremonial center whose rhythms were basically astronomical. If you look at the historic Pueblo people, ich glaube, dass Chaco Canyon ein großes Zeremonialzentrum war, dessen Rhythmen astronomisch bestimmt wurden. Wie bei den historischen Pueblo-Indianern wurden auch im Chaco Canyon wichtige religiöse Ereignisse astronomisch festgelegt. Es gab dort eine Priesterkaste und deren Helfer, die Himmelsbeobachtungen durchführten. Auf den großen Straßen kamen Pilger von außerhalb zu den wichtigen Zeremonien im Chaco Canyon. Wie wussten sie, wann es soweit war? Indem sowohl im Canyon wie in den entfernteren Siedlungen astronomische Ereignisse genau registriert wurden. Zudem informierten Läufer und Signalfeuer umliegende Dörfer, die ja auch eigene Sonnenpriester hatten. Meiner Meinung nach war Chaco ein großartiges Zeremonialzentrum, in dessen Mitte eine Religion stand, die auf den Himmel eingestellt war. Wie oft, Jahr ein, Jahr aus, mögen Jäger, Sammler, Frauen und Kinder, oft barfuß, manchmal in geflochtenen Sandalen, auf diesem Pfaden entlanggelaufen sein. Wie viele Bauarbeiter, wie viele Pilger haben diese breiten, in den Fels gehauenen Treppen benutzt?
Rund um Chaco Canyon verläuft ein eigentümliches System gerader, 8 bis 9 Meter breiter Straßen. Waren dies Handelsstraßen oder Pilgerwege? Rollte man die zum Bau benötigten schweren Baumstämme etwa quer zum Canyon? Professor Ortiz meint, dass diese Straßen keinem praktischen Zweck dienten, sondern rituellen, symbolischen Charakter hatten. Sie zeigten an, aus welchen Himmelsrichtungen die Ahnen der Anasazi kamen. Ein Querschnitt durch Ausgrabungsschichten. Scherben von Tonkrügen, Tierknochen, Maiskolben, verkohltes Brennholz, Steinwerkzeuge, geflochtene Sandalen. All diese Funde lassen Rückschlüsse auf die Lebensweise der Anasazi zu. Wertvollere Stücke wie Schmuck und Ritualobjekte fand man vor allem in den Schreinen und Mauernischen der Kiva-Tempel. Muscheln weisen auf Handelsverbindungen bis zu den Küsten Mexikos hin. Ein türkisbesetzter Knochenspatel. Die nächstgelegenen Türkisminen liegen etwa 150 Kilometer südlich vom Chaco Canyon. Auch Perlmutt kam aus Mexiko und farbige Papageienfedern sowie seltene Kupferglöckchen. Zu welchen Zeremonien sie benutzt wurden, bleibt bislang ein Rätsel. Die schlicht bemalten und bearbeiteten Pfeifen sind aus Ton oder Stein. Man fand Flöten aus Stein, Holz und Knochen. Musik spielte also auf jeden Fall eine Rolle für die Anasazi. Bunt bemaltes Holz diente als ritueller Kopfschmuck und für kraftspendende magische Gegenstände. Der Frosch war Symbol für Wasser und Fruchtbarkeit. Tönerne Töpfe lösten die geflochtenen Körbe als Behälter ab. Wenn man diese handwerklichen Fertigkeiten mit dem Kunsthandwerk verwandter Völker vergleicht, zum Beispiel mit den Mayas aus Mittelamerika, fällt die Schlichtheit auf. Die Anasazi waren Meister der Architektur und der Astronomie, aber nur Lehrlinge beim Kunsthandwerk. Vielleicht mit Absicht? Stellt dies einen Menschen oder einen Gott dar? Im Anasazi-Museum in Dolores haben Wissenschaftler eine echte Schädelform benutzt, um mit einem Hologrammfoto zu rekonstruieren, wie die Anasazi wahrscheinlich ausgesehen haben. Andere Forscher haben in Mesa Verde Modelle bauen lassen, jeweils eins für jeden wichtigen Entwicklungsschritt der Anasazi. Wir sehen sie zunächst als Sammler, Korbflechter und Jäger. Es folgte eine Phase, in der Grubenhäuser ausgehoben wurden, zum Schutz vor Unwettern, als Lager für Nahrungsmittel, die vor Tieren sicher waren. Wohl daraus entstanden die in den Schoß der Erde gebauten runden Kiva-Tempel. Später bauten die Anasazi in die Höhe, mit behauenen Natursteinen, Holz und Lehm. Das nach Süden hin offene Halbrund speichert im Winter bei tiefstehender Sonne Sonnenwärme. Unter Felsvorsprüngen eingemauerte Häuser markierten das Ende der Anasazi-Epoche, nach der Baublüte im Chaco Canyon. Warum stehen manche Türme in der Tiefe eines Canyons, andere oben? Professor Ortiz meint, dass dies einen Schöpfungsmythos der Anasazi symbolisiert. Sie glaubten, dass sie als Insekten und kleine Tiere aus der Erde stammten und sich zu Menschen hinaufentwickelten, die nun himmelwärts blicken. Und das drückten sie in ihren Bauten aus.
Religionsforscher betrachten viele Anasazi-Ruinen, vor allem die Kiva-Tempel, als besonders kraftgeladene Orte. Professor Ortiz dazu. So etwas lernt man natürlich nicht in der Völkerkunde oder Geschichtsforschung, weil das so neu ist. Aber die bisher vorliegenden begrenzten Ergebnisse unterstreichen, dass nicht nur Kivas, sondern auch wichtige Schreine eine erstaunliche elektromagnetische Energie abstrahlen. Es gibt dort ganze Felder konzentrierter elektromagnetischer Energie. Physiker sind diesen Energien auf der Spur. Wünschel-Rotengänger spüren sie manchmal so auf, wie sie Wasseradern finden. Im Chaco Canyon fanden solche Untersuchungen gerade statt, als das Terra-X-Team dort filmte. Und hier ist ein positiver Stein. Geh mal hier rüber. Hier ist eine besonders starke Energie zu spüren. Ja, es kommt darauf an, auf die Größe der Kiva. Die kleinen Kivas haben eine sehr konzentrierte Energie. Ich habe über die Jahre die anderen Kivas untersucht, da habe ich nur 2 oder 3 ohne negative Energie gefunden. Ja. Scheinbar ist es, liegt das an der Bauweise, möglicherweise an der Größe der Steine. Alle Natursteine sind durch die Erde magnetisch gepolt. Wenn Steine in einem Wohngebäude kreuz und quer vermauert sind, bewirkt das ein ungesundes Raumklima. Ja, das machen wir schon. Also bitte machen Sie den Arm sehr stark und Sie merken, sehr stark. Ja, wir sind ja weit genug von dem Kiva weg. Jetzt gehen wir hier mal rein. Machen wir dieselbe Sache wieder, sehr stark machen und da fällt er vollkommen zusammen. Negativ. Sehr negativ. Das fängt schon hier an, also außerhalb der Kiva. Die besonderen Kräfte in dem großen Kiva von Casa Rinconada demonstriert Dr. Lüttke auf verblüffende Weise. Nichts ist gestellt. Das Filmteam hat selbst auch ausprobiert, was der Zuschauer gesehen hat. Offensichtlich gilt es, hier noch viele Kräfte und Phänomene mit naturwissenschaftlichen Methoden zu untersuchen und zu erklären. Nun, ich denke ja, dass diese Kiva zu Heilzwecken gebraucht wurde. Denn das könnte man heute sozusagen auch wieder wiederholen. Und zwar ist es interessant, dass wir einen Gang haben, der von unten hochkommt, fast in das Zentrum vom Kiva. Nun, stellen wir uns mal vor, wir haben 200 Leute, 300 Leute im Kreis ringsrum. Die Energie, die da von diesen Leuten ausstrahlt und in den Double Helix reingeht, kurbelt den Energiestrom an. Man brachte also dann die Kranken von unten rein in die neutrale Zone, brachte sie in diese positiven Punkte. Und die negativen Strömungen der Krankheit gingen durch den Double Helix hoch und die Batterie des Menschen, des Kranken, ladete sich auf durch die Energie, die von den Zuschauern ausgestrahlt wurde. Die frauliche und männliche. Dr. Lüttke hat also festgestellt, dass im runden Kiva 2 Plätze existieren, an denen positive elektromagnetische Kräfte nach oben ausstrahlen, während alle anderen Plätze im Kiva negativ geladen sind. Sehr feinfühlige Menschen können solche Schwingungen durch Pendeln registrieren. Und hier schwingt es jetzt gegen den Uhrzeigersinn. Und bei Ihnen? Okay, stimmt. Stimmt, geht in den Uhrzeigersinn, ja. So, dies sind dann diese 2 Pole, wo der Double Helix nach oben geht. Ja, wenn man nur ein Kiva hat, dann ist das gar nicht mal so wichtig. Wenn man jetzt aber hunderte von Kivas auf einer Baustelle hat, wie hier in Chaco Canyon, dann gibt es eine unheimliche Energieaufschwingung, dass das ganze Tal sozusagen die Regenwolken auseinanderbreitet. Und der Regen wird dann auf einer großen Fläche nicht mehr fallen. Tatsache ist, dass jahrzehntelang im Chaco Canyon eine überdurchschnittliche Dürre herrschte, während es gar nicht weit von hier noch relativ feucht war. Die Ursachen für die Dürre sind umstritten. Wissenschaftler benutzen eine besondere Methode, Anzahl, Form und Beschaffenheit von Baumringen auszuwerten,
um mehr über Klima und Klimawechsel zu erfahren, aber auch um Gebäude genau zu datieren. Dieser Balken ist Ponderosa-Kiefer von einem sehr großen Stamm. Er diente als Pfeiler in einem Gebäude im Chaco Canyon. Er wurde rechteckig behauen, wog sicher sehr viel und wir wissen nicht, ob er dort bearbeitet wurde, wo der Baum geschlagen wurde, also weit weg vom Canyon. Perhaps 3 to 4 feet long. So it probably weighed a great deal, and we don't know whether it was actually shaped where they cut the tree down, which was a long distance from the site. Die Holzabschnitte, es können auch bereits verkohlte Stämme sein, werden unter dem Mikroskop untersucht. Für jeden breiten, wachstumsstarken Baumring wird ein langer Strich auf dem Rasterpapier markiert. Für jeden schmalen, schwachen Ring ein kurzer Strich. So gewinnt man einen Überblick über den Klimaverlauf bestimmter Zeitabschnitte. Die Datierung ist genial einfach. Wenn man einen sehr alten Stamm, dessen Alter bekannt ist, vergleicht mit einem unbekannten Holz aus derselben Gegend, und bei der Abfolge ihrer Wachstumsringe Übereinstimmungen findet, kann man das unbekannte Holz datieren. Die Diagramme zeigen das Verfahren noch einmal in vereinfachter Form. Am Anfang steht das Baumringmuster eines noch lebenden Baums. Die Zahl der Ringe gibt sein Alter an. An seinem Baumringmuster und der Folge guter und schlechter Jahre vergleicht man alte, abgestorbene Bäume und daran wiederum das Holz aus einer Anasazi-Ruine. Aufgrund solcher Baumringmuster kann man auch exakte Klimakarten erstellen. Rot bedeutet überdurchschnittliche Trockenheit, blau überdurchschnittliche Niederschläge. Im Chaco Canyon gab es zwischen etwa 1255 und etwa 1285 kaum größere Niederschläge, dafür aber überdurchschnittlich intensive und lange Trockenzeiten. Verständlich also, dass die Anasazi ihre lebensfeindlich gewordene Heimat verließen. Warum aber bauten sie nicht woanders neu, weiter östlich, am Rio Grande-Fluss? Das Terra-X-Team ist auf einen bislang nicht beachteten Grund gestoßen. Anhaltende Dürre führte zu Argwohn und Vertrauensverlust gegenüber den Sonnen- und Sternenpriestern. Sie hatten in den Augen der Anasazi dabei versagt, die Saat- und Erntezeiten richtig vorauszusagen und die Harmonie mit den Himmelsgöttern aufrechtzuerhalten. Eine Harmonie, die für gute Lebensbedingungen unerlässlich war. Die Religion des Chaco Canyon verlor somit ihre Daseinsberechtigung. Es gab keinen Antrieb mehr, ein Zentrum wie Pueblo Bonito anderswo wieder zu errichten. Professor Ortiz hat eine weitere Erklärung. The observational powers and predictability that they had built up, the knowledge they had built up, began to fail them. So I see. Es scheint, als ob ihre Beobachtungsfähigkeiten und ihr Wissen versagte. Ich sehe die Dürre also nicht als Hauptursache, sondern nur als Symptom. Ich glaube, dass sehr viel hinter der Überlegung steckt, dass Menschen sich zurückzogen, wenn etwas versagte. Sie gingen einfach fort. And they just walked away from it. And to the kind of evolutionary thinking that has dominated archaeology, this is. Für die vorherrschende Denkweise in der Archäologie klingt das wie Teufelswerk. So etwas darf man einfach nicht annehmen. Da müssen sich die Kulturen immer weiter und immer komplizierter entwickeln. Aber die Idee, dass sich Menschen zurückziehen, wenn ihre Kultur zu komplex wird, weil sie Angst haben, vielleicht ein Monster geschaffen zu haben, und stattdessen lieber zu einem einfachen Leben zurückkehren. Das ist eine Hypothese, die zumindest untersucht werden muss. Denn in Amerika ist es anscheinend häufig zu solch einem Kulturkollaps gekommen. Vielleicht sind die Anasazi wirklich bewusst zurückgewichen vor einer Zivilisation, die ihnen über den Kopf wuchs.
Vielleicht haben sie auch den Einmarsch der spanischen Eroberer und die Ausbeutung der Erde durch spätere europäische Einwanderer vorausgesehen, so eine weitere Deutung. Wir vermuten eher, dass sie den Glauben an ihre Religion verloren haben. Noch einmal, 50 Jahre nach Chaco Canyon, baute eine kleinere Gruppe der Anasazi hier auf dem Hochplateau von Mesa Verde, 14 Tagesreisen nördlich, den sogenannten Klippenpalast. Aber auch er wurde weitere 50 Jahre später aufgegeben. Die Anasazi hinterließen der Nachwelt den Zauber ihrer Ruinen und Felsenbilder und ihre Faszination durch die unendliche Himmelswelt des Universums.